mal sagen, wir gehen jetzt mal in die erste Etage. Da stehen die ganzen Flipper. Ich denke mal, sind so knappe 50 Stück. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Und ja, ist ein weiteres Hobby von mir neben den Autos. Und ja, Leute, haben wir eine extra Etage gemacht. Jan, film einfach mal durch. Ich gehe einfach mal hier so vor. Wir haben das so ein bisschen unterteilt. So in dem hinteren Bereich hier stehen die Flipper so von 1989 bis im Jahr 2000. Das war so kein gutes Jahr für die Flipperhersteller. Da sind viele Hersteller pleite gegangen. Aber die 90er Jahre waren so das Hoch der Flipperautomaten. Gab es unheimlich viele und auch wirklich tolle Sachen dabei. Die stellen wir euch im Einzelnen vor. Wir sind auch eine Internetseite am Bauen, da könnt ihr dann auch drauf gehen. Da werden wir jeden Flipper mal einzeln vorstellen und auch mal ein kurzes Spielvideo machen. Ja, hier in dem vorderen Bereich haben wir dann die moderneren Flipper stehen. Die sind dann so ab 2006, sag ich mal. Weil von 2000 bis 2006 hat es gar nicht so viele Hersteller gegeben. Da war ein Hersteller namens Stern. Der hat weitergebaut, da waren die Flipperautomaten aber mehr schlecht wie recht. Und ab 2006 hat das hier so zum Beispiel mit dem Rollercoaster wieder angefangen, dass die Flipperautomaten wirklich ja, moderner geworden sind, aber mit sehr viel Spielwitz. Wir sehen das hier, Avatar, sind also immer so Filme aufgegriffen oder Videospiele oder andere Rollen halt, die man aufgreift, um so einen Flipper mal aufzubauen. Ja, ganz vorne in der ersten Reihe haben wir so ganz besondere Flipper stehen, die sind auch sehr neu. Das sind sogenannte Limited Flipper, also das sind immer Limited Edition, kann man auch immer sehen. Jetzt hier zum Beispiel Star Wars, das ist hier die Nummer 216 von 800 Stück, die es da gibt. So geht das weiter, es sind noch ganz geringe Stückzahlen bei, hiervon gibt es zum Beispiel weltweit nur 32 Stück von den Flipperautomaten. Und so haben wir hier so ein paar besondere Sachen stehen, die man eigentlich auch so nirgendwo anders spielen kann, außer hier bei uns in der Flipperbude. Ja. Ja, da fällt mir ein, viele haben geschrieben, du sagst immer Flipper spielen und Flipperbude. Oh, jetzt meldet sich einer, da will einer bespielt werden. Jetzt zeige ich euch mal, weil viele haben gesagt, wie spielst du mit einer Hand dann Flipper? Kommt einfach mal mit, ich zeig's euch. Wir haben hier mal den Pirates von the Caribbean. Das ist auch eine besondere Limit Edition. Ist die sogenannte Collector Edition, die gibt es auch nur, ich glaube 200 Stück, das ist die Nummer 160. Haben wir mal angemacht, man sieht schon ein tolles Spielfeld hier, sehr bunt. Die ganzen neuen Flipper sind mit LEDs, früher waren es noch alles Glühbirnchen. Und ich würde sagen, wir starten den einfach mal. Wird hier unten einfach gestartet. Select your character. Stehen hier alle bei uns auf Freispiel, das heißt, man muss kein Geld mehr einschmeißen. Ja, ich brauche so ein Höckerchen, damit ich vernünftig spielen kann, weil mein Arm ist ja ein bisschen kurz. Aber damit kann ich jetzt hier die Taste bedienen, womit man dann die Flipperfelder im Einzelnen, die Flipperfinger, dann bedient. Ich würde sagen, wir schießen einfach mal eine Kugel ab. Und ihr könnt das genau sehen. Ich kann also mit meinem Stumpf übrig geblieben wirklich den Flipperfinger halten und kann damit jetzt auch gezielt die Kugel nach oben schießen. So macht das natürlich dann auch Laune. Bei jedem Flipper ist es so, dass man irgendwo auch bestimmte Spiele nachspielen muss. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, so geht es dann halt, schon war die Kugel weg. Ja, man muss immer so den Film auch ein bisschen kennen. Man kann natürlich einfach Just for Fun spielen, da kommt man aber nie zum Ende. Es ist so ein Videogame. Das heißt, es gibt so spezielle Bereiche, die werden ja angezeigt durch blinkende Felder, die man dann treffen soll, damit man immer wieder eine Stage weiterkommt. Das ist also wirklich eine coole Sache. Komm, wir spielen noch eine Kugel, Jan. Er hat auch hier einen sogenannten Shaker verbaut. Merkt dann immer, wie das ganze Gerät vibriert. Also ist wirklich schon so fast dreidimensional. Hat auch ein super geil großes Display. Also ganz besonders hier an diesen Flippern von der Firma Jersey Jack. Das ist ein amerikanischer Sammler gewesen, der dann gesagt hat, Mensch, die bestehenden Hersteller, das ist mir nicht genug. Ich baue mal selber Flipper. Ja, und der hat wirklich ganz tolle Sachen mittlerweile auf den Markt gebracht, die auch sehr begehrt bei den Sammlern dann sind. Ihr seht, wir haben da oben auch noch einen Flipperfinger. Guck mal. Ist das noch ein dritten? Nein, da ist meine Kugel schon wieder ausgegangen.
Man muss sich schon ein bisschen dabei konzentrieren und nicht immer rumquatschen, aber ich will euch ja ein bisschen was erzählen dazu. Aber ist schon eine coole Sache. Ja, ich würde sagen, ich will euch auch nicht langweilen, aber wir stellen jedem Einzelnen mal so vor, wie die einzelnen Flipper aussehen. Mach mal coole Bilder und vielleicht auch immer mal ein ganz kleines Video dazu. Und dann könnt ihr die auf der Internetseite bei uns sehen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal eine Etage wieder. Bis gleich. Ciao. Ja, jetzt sind wir hier auf der ersten Etage angekommen. Das geht hier eigentlich los. Hier haben wir so eine kleine Theke, einen Kühlschrank mit Getränken. Das gehört einfach dazu. Im Moment ist es ja auch immer super warm. Auch heute soll es eigentlich regnen, aber wir haben schon wieder 30 Grad, kein Regen. Also die Bauern haben es im Moment wirklich schwer. Ja, ihr seht, ich sammle auch so ein bisschen Antiquitäten. So ein alter Fotoapparat. Wenn man mal das sieht, was der Jan jetzt in der Hand hat und womit man vorher Fotografien gemacht hat, dann ist schon eine andere Nummer. So alte Bühnenscheinwerfer haben wir hier verbaut natürlich. Ja, ihr seht, auch meinen alten Kinderwagen. Ich sag mal böse, ich habe nie ein Sammelgebiet gehabt. Ich habe immer die Sachen gekauft, die ich cool fand. Und ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich fand es auch cool und habe ihn einfach mal mitgenommen. Ja, die Sachen sind alle so aus Trödelmärkten oder Antikmärkten aus ganz Europa. Ich fahre so auch mal nach Belgien, Frankreich, Holland, überall unterwegs. Und wo ich was Schönes finde und Platz im Auto habe, nehme ich das auch mit. Aber auch ein Faible für so Emaille-Schilder. Hier vorne haben wir so eine Coca-Cola-Ecke mal gemacht. Das sind wirklich auch so Vorkriegsschilder. Da war Coca-Cola noch grün-rot. Das ist dann so aus der Zeit vor 1940. Später wurde das dann so in den 40er, 50er Jahren, wurde Coca-Cola gelb-rot. Haben wir dann auch verschiedene Schilder mit. Und irgendwann war dann Coca-Cola nur noch rot mit weißer Schrift. Das ist so ab 1956, glaube ich, ist Coca-Cola dazu übergegangen. Und das ist bis heute noch so geblieben. Ja, hier haben wir auch schöne alte Flaschen sogar noch gefüllt. Ist mal so eine besondere Abfüllung gewesen. Ich muss sie mal rumdrehen, da kann man es lesen, aus Arizona. Und zwar sind die abgefüllt worden, 84. Ja, ihr habt richtig gehört. Die sind wirklich von 1984 noch volle Flaschen. Die konnte ich auch mal irgendwo ergattern. Und ja, die sind schon 38 Jahre alt. Aber ich würde sagen, bei dem ganzen Zucker, die drin ist, könnte man sie, glaube ich, noch fast probieren. Ja, hier hinter mir ist dann so der Faible für Ferrari und Shell, gehört ja auch schon immer zusammen. Haben wir dann viele besondere Exponate, auch was so Öldosen angeht, aus Flugzeugbenzin, Flugzeugöle, auch aus der Vorkriegszeit. Da sind wirklich ganz seltene Sachen dabei, auch diese Glasflaschen, wo man früher mal so Motoröl abgefüllt hat. Das findet man auch kaum noch, die sind wirklich gar nicht mehr im Markt verfügbar. Oder hier auch so alte dreieckige Dosen, kennt man heute gar nicht mehr, noch mit Metallverschluss. Da hat man dann früher, das ist auch eine Vorkriegsdose, also auch so 1935, 1940, noch mit der alten Shell-Muschel drauf, hat man früher das Öl dann gekauft. Da gab es halt noch nicht so die Kunststoffsachen. Ja, kommen wir zu der weiteren Abteilung, Mobile Oil. Mobile Oil bei vielen im Auto auch drin, Shell ja auch, aber in erster Linie natürlich auch bei den McLaren, bin ich ja ein Fan von der Marke. Deshalb habe ich auch viel geguckt, dass ich da auch einiges von bekomme. Es sind auch super seltene Sachen dabei, so zylindrige Dosen oder hier nennt man es, ich weiß gar nicht, ja, so dreieckig, rund. Hier auch so einen ganz alten Ständer, wo auch so die alten Glasflaschen drin sind, wo Mobile Oil dann auch war, mit alten Ausgießern noch aus Zinn gemacht. Also das sind auch wirklich so ganz seltene Exponate, die wir hier stehen haben. Ja, hier nochmal ein Coca-Cola-Flaschenständer, hat man die leeren Flaschen reingetan. Ja, steht ja auch drauf. Volle Flasche, frische Spender, leere Flasche, Leergutständer. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein bisschen andere Spiele, einen Billardtisch. Da haben wir mal von einem alten Roulette auch so einen Roulette-Kegel gehabt. Der funktioniert auch einwandfrei. Haben nur nicht den Roulette-Tisch, den Platz haben wir gar nicht mehr dafür. Kann man sowas sagen, ich sag mal 33 schwarz. Wir werden sehen, wo sie stehen bleibt. Ja, 10 schwarz, aber wenigstens habe ich die Farbe richtig getroffen. Ja, haben wir hier schon das nächste Exponat. Auch sehr schön ist ein Schleudersitz von einem Starfighter. Wirklich ein echter Sitz von 1963. Klar, die Sprengpatronen haben wir ausgebaut, damit hier keiner durch die Decke geht. Aber auch ein sehr schönes Exponat. Ja, dann haben wir hinten noch so, ja, betitel ich mich auch immer, einarmige Banditen, wo man früher so 10 Pfennig reingeschmissen hat. Oder drüben hängt so ein ganz alter Geldautomat noch mit D-Mark. Oder hier so diese typischen 10-Cent-Spiele. Da konnte man 10 Pfennig reinschmeißen und konnte dann die 10 Pfennig hochschießen und musste versuchen, in die Felder zu kommen.
Wenn man Glück hat, da hat man das richtige Feld erwischt und dann hat man dann halt 20, 30 oder auch 10 Pfennigstücke wiederbekommen. Da gibt es eine ganze Reihe von. Die kennen auch sehr viele, denke ich mal, aus Holland. Da kann man heute noch, sage ich mal, Frikandel Spezial ziehen oder andere Sachen. Da haben wir so ein paar Matchbox-Autos reingetan. Ja, überall ansonsten noch Schilder. Viel zu gucken, viel Material zum Sehen. Hier haben wir einen Airhockey-Tisch, der ist auch immer sehr beliebt bei unseren Feten hier. Ja, aus der Jugend, man kennt die noch, Spanien, Italien. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da gab es die immer am Strand. Da konnte man immer spielen, da kommt Luft raus über eine Scheibe und die kann man dann hin und her schießen mit zwei Toren. Auch immer mega geil. Ja, hier hätten wir so einen alten Kompass stehen. Auch wieder nur Mitbringsel, fand ich auch mal cool. Kann ich mal auf anderen Videos mal näher drauf eingehen. Ihr seht auch mal ein besonderes Fahrrad. Das ist jetzt eins von Continental. Die sind dieses Jahr im Mai, sind die 150 Jahre alt geworden. Dann haben die 150 Stück von den Fahrrädern rausgebracht. Ja, ich fahre zwar kein Fahrrad oder nur ganz, ganz wenig, aber musste ich einfach haben, fand ich geil. So ist es manchmal. Ja, hier kann man auch so in die untere Etage und in die obere Etage so ein bisschen hochfilmen. Da seht ihr wieder die Flipper, da waren wir eben. Das heißt, die Etagen sind auch durch diesen Durchbruch miteinander verbunden, sodass man so ein bisschen auch miteinander kommunizieren kann, auch wenn man auf der anderen Etage ist, ist man nie alleine. Und wenn wir hier mal runterfilmen, können wir schon mal so ein bisschen was erhaschen. Da haben wir eine sehr große Carrera-Bahn, vierspurig, auch Slotbahn genannt, aber da gehen wir später noch in den Keller. Ja, hier drüben ist unsere Dart-Ecke. Auch dafür habe ich ein Faible. Habe so einige besondere Dartpfeile auch in der Sammlung. Da gibt es dann auch nur noch so 200 Stück weltweit. Und ich spiele auch sehr gern Dart, Steel Dart in erster Linie. Wir haben aber beides hier. Also wir können Steel Dart spielen und auch mit Kunststoffspitzen. Ja, und hier auch wieder alte Schränke mit Ersatzteilen drin. Da sehr viel alte Ventilatoren. Ja, ich könnte so viel erzählen hier, das sprengt den Rahmen. Wir gehen einfach mal weiter. Ein weiteres Highlight wartet nämlich hier schon auf der Ecke. Ist ein ganz geiler Fahrsimulator von der Firma Motion Sim. Da zeigen wir euch auch mal ein extra Video, wenn wir den mal bedienen. Der geht wirklich, Leute, der Sitz fährt wirklich ungelogen so fast einen Meter hoch und bewegt sich dann je nachdem, ob ihr bremst oder so. Und dann meint ihr wirklich, ihr bremst. Da haben wir so die ganzen Formel 1 Strecken drin und auch ein Rallye-Spiel. Macht mega Spaß. Machen wir später mal. Ja, und hier hinten haben wir so ein bisschen, was soll ich sagen, Ruheecke, ein bisschen Kommunikationsplatz. Man will sich auch mal setzen, gemütlich mal was trinken. Haben wir so alte Musikboxen, habe ich auch mehrere von. Hier, das ist eine Ruhrlitzer, ist auch ein besonderes Stück mit 200 Liedern, also 100 Schallplatten drin. Ja, und haufenweise Antiquitäten, was soll ich sagen. Da steht auch noch ein altes Moped aus der Vorkriegszeit von 1937. Das habe ich mal aus erster Hand gekauft. Das Ding war wirklich 50 Jahre zugelassen. Hat man dann 1987 abgemeldet. Da habe ich wirklich noch den Reichsbrief von, sondern das Original-Nummernschild mit Reichsadler abgestempelt. Ist halt von der History wirklich ganz schön. Ist eine DKW 100, ist jetzt kein besonderes Motorrad, aber die History aus erster Hand gekauft, so lange zugelassen, findet man auch selten. Ja, dann haben wir hier noch so Schokoladenautomaten. Ne? Neuheit, dicke Rollen, was soll ich euch sagen. Hat man früher reingeschmissen, hat man so Schokoladenrollen rausbekommen. Oder auch so die ersten, das ist auch einer aus der Vorkriegszeit, so ein Greifer, wie man ihn auf der Kirmes kennt, wo man so diese ganzen Figürchen rausgeholt hat. Wir haben jetzt einfach mal da so ein paar Matchbox-Autos reingelegt auf Erbsen, aber der funktioniert auch noch einwandfrei. Kann man auch schön mitspielen. Ja, hinten ist ein Automaten, der macht so Musik. Das ist so ein Affentheater. Ja, den Namen dürfte man heute gar nicht mehr sagen, aber es ist ja eine Antiquität, von daher können wir es einfach mal sagen. Bimbo Baby hat man das früher genannt. Und da haben die Affen dann halt so Musik gemacht, musiziert und das Ganze tanzt so. Das können wir dann auch noch mal in Bewegung mal zeigen. Ja, würde ich sagen, dann sind wir hier durch. Hier haben wir noch mehr so Einzelstücke stehen, auch von den Autos, die wir noch bekommen in der Zukunft. Da haben wir euch ja auch schon einiges gezeigt. Da schicken uns die Hersteller als, ja, wie soll ich sagen, so als kleines Trostpflaster für die Wartezeit immer mal was Schönes zu. Königsegg haben uns mal Socken geschickt oder auch mal ein Originalkolben dazu, können wir hier sehen. Das sind auch immer nette Gesten der Hersteller. Das ist jetzt ein Originalkolben mal von dem Jesko. Ja, und dann auch mal ein schönes Modell dazu oder mal ein paar Gläser. Das ist alles Königsegg jetzt hier drin. Und ja, alles so Sachen, die wir immer mal zugeschickt bekommen, auch von den einzelnen Autoclubs, wo wir sind.
Hier noch ganz schön zu sehen, sage ich mal, was ganz Besonderes ist von unserem Ford GT. Das ist so eine Box aus Carbon. Ich nehme sie jetzt mal nicht raus, mit einer Hand ist schwierig. Da drin befinden sich die ganzen Muster, wie man ein Auto aussuchen kann, weil den Ford GT, den gab es nicht bei einem Händler hier in Deutschland zu kaufen, den konnte man nur original in Amerika bestellen. Und damit man überhaupt eine Farbe aussuchen kann und so weiter oder welche Felgen man haben will, ist in dieser Box wirklich alles drin. Müssen wir auch separat nochmal aufmachen. Ja, dazu eine besondere Uhr, abgestimmt auf unser Auto. Ist auch die Heritage mit der Nummer 6 drauf und hat auch die VIN-Nummer von unserem Auto, die 191. Ist damit natürlich auch ein ganz besonderes Stück. Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir hier zu der Etage schon wieder genug gesagt. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Keller. Ja, jetzt sind wir hier im Untergeschoss. Ist nicht ganz ein Keller, guckt so ein bisschen aus der Erde raus. Deshalb haben wir noch ein bisschen Tageslicht hier. Und ja, hier unten haben wir so meinen Kindheitstraum aufgebaut. Eine richtig geile Slotbahn. Original von Carrera, sind auch die Originalschienen. Haben also nicht wie viele in Holz gemacht. Das habe ich mal gemacht in meinem früheren Wohnort. Da habe ich meine Bahn aus Holz wirklich selber gebaut. Alles reingefräst. Aber hier, wir hatten noch so viele Schienen von früher. Also das meiste, was ihr hier seht, ist alles so aus den 70er, 80er Jahren. Auch die ganzen Häuschen und die Figuren und so, das bekommt man so schon gar nicht mehr. Ist das auch so ein bisschen Rarität. Aber funktioniert einwandfrei. Man kann wirklich zu vier Mann fahren. Man braucht aber sieben Leute. Warum braucht man sieben Leute? Vier Mann fahren und drei stehen hier an den Seiten. Da haben wir so Müllgreifer, damit diejenigen, wenn man rausfliegt aus der Kurve, auch wieder einen reinsetzt. Ne, sonst immer, wenn man da rumlaufen muss, da kommt man gar nicht so schön zum Spielen. Ja, ist eine mega geile Bahn, finde ich. Wie gesagt, vierspurig mit Brücke, mit allem. Tribünen aufgebaut und so. Wir sind noch am Überlegen, ob wir auch ein bisschen Beleuchtung noch drauf machen sollen mal. Aber da sage ich mal, der nächste Winter kommt bestimmt. Und da haben wir natürlich wieder ein bisschen was, was man machen kann. Ja, hier in den Vitrinen ist im Moment ein bisschen überfüllt. Ich muss mal sehen, ob ich hier in der Ecke mal was anderes baue. Sind die ganzen Slot Cars, die ganzen Autos. Ich weiß gar nicht, ob alle von euch das so noch kennen. Gibt so zwei Maßstäbe eigentlich. Das sind hier so die 1 zu 24, glaube ich. Ja, genau, 1 zu 24 Modelle. So ein besonderes Modell auch schon. Das unten schon so kann man selber zusammenbauen. Da konnte man direkt ein bisschen tunen. Das ist ein alter F1 McLaren, den hätte ich schon gerne in Wirklichkeit, aber naja. Ja, und dann gibt es die kleineren, das sind 1 zu 32 Modelle. Hier ist auch so ein einfacheres Auto, sieht man mit so einem fertigen Chassis, original von Carrera. Und die können aber auch auf der Bahn fahren, man kann also mit den kleineren auch mit den größeren fahren. Ja, da habe ich eine ganze Menge von. Ich glaube, es sind so an die 160 Autos, die wir mal zusammengesammelt haben. Von Straßen bis Rennfahrzeuge, Formel 1, da ist wirklich alles dabei. Halt immer in diesen zwei Größen, 1 zu 24 und 1 zu 32. Ja, ansonsten haben wir hier so ein bisschen, ja, müsste ich meinen, ich bin Alkoholiker, ich trinke viel. Nee, auch die Sachen sammle ich mehr, ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol. Aber es sind so bestimmte Whisky-Sorten, sag ich mal, von meinem Geburtsjahrgang. Einfach besondere Dinge, die ich mal irgendwo bekommen habe und stelle ich hier auch aus. Die gibt es dann auch wieder, allerdings muss ich die Autos mal irgendwo anders reintun. Hier ist zu viel schon, aber naja, mittlerweile wird auch langsam der Platz eng. Ja, von hier nochmal eine ganz andere Perspektive. Da vom Berg aus gesehen, kommen wir auch dann hier langsam zum Kommandostand. Da bin ich jetzt. Das Ganze läuft über einen ganz alten Computer. Ist wirklich noch so ein ganz altes Windows-System. Ist halt eine bestimmte Software. Da kann man dann wirklich auch Rennen mitfahren. Das heißt, die Software gibt vor, ihr startet auf der Bahn 1, der Fritz auf der 2, der Frank auf der 3, der Jörg auf der 4. Und dann ändert das System nach 2 Minuten Fahrzeit, werden die Runden gezählt, das wird alles elektronisch festgehalten. Dann sagt das Programm, pass mal auf, der Jörg muss jetzt auf der 1 fahren und der Fritz auf der 3 und so weiter. Also bleibt das richtig fair, man kann dann so ein richtiges Rennen fahren, wo alle gleich sind. Entweder wechselt man auch die Autos oder jeder bringt sein eigenes Auto mit, wenn er das ein bisschen getunt hat. Ja, hier kann man die ein oder andere Nacht auch verbringen. Also hier waren wir schon mal sehr lange und haben dann uns gewundert, dass es draußen wieder hell geworden ist. Aber ja, Kinderspielplatz halt. Ne? Männer sind Kinder, wie sagt man. Ja, sind die Regler. Ne, sind auch noch alle verkabelt. Ist alles so ein bisschen oldschool, aber ich bin ja auch schon mal älter. Gibt man damit Gas, würden wir euch auch mal einfach ein kleines Filmchen zu machen. Ist auch super interessant, besonders wenn es dunkel ist. Die Autos haben nämlich alle Licht. Das sieht mega geil aus.
Da müsste der Jan sich mal so ganz tief an die Strecke stellen. Dann sieht es fast aus wie echt, als wenn wir ein echtes Autorennen machen. Ja, schöne Sache. Ja, dann haben wir hier in der Ecke noch eine Besonderheit. Da haben wir noch einen eigenen Schießstand. Oh, werden viele sagen, Gottes Willen, Schießstand. Ja, aber mit Luftgewehr oder Luftpistole. Also keine Waffen, wofür man Waffenschein braucht, sondern einfach mit Diabolas, wie auf der Kirmes. Und auch schön, kann man hier sich so ein neues Papierchen reintun und kann dann das auf 10 Meter Entfernung wegfahren. Und das ist so eine olympische Disziplin auch. Luftgewehrschießen wird normal auf 10 Meter gemacht. Ich hole das mal wieder ran, vielleicht hält die Kamera so ein bisschen fest. Wenn man dann geschossen hat, kann man sich das wieder nach vorne holen, damit keiner nach hinten läuft. Und dann kann man hier gucken, was hat man geschossen. Wenn der nächste wieder dran ist, nehmen wir uns wieder ein neues Kärtchen, stecken das Ganze hier wieder rein, wie auf der Kirmes auch, und dann kann es schon wieder weitergehen. Ja, das wäre es jetzt hier unten, sage ich mal böse, für den Kellerbereich auch. Klar, die Carrera-Bahn hat viel Platz weggenommen, der Schießstand hier auch nochmal für die 10 Meter. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch in unsere Autohallen. Bis gleich. Ja, dann kommen wir jetzt hier mal zu einem weiteren Highlight. Viele kennen es ja aus den Videos schon, von den einzelnen Neuvorstellungen, von den Fahrzeugen. Ja, so die alte Werkstatt hier, haben auch eine Hebebühne eingebaut, ist auch noch so ein alter Deckenkran drin. Hier könnte man auch wirklich viel machen. Ich bin mal ehrlich, außer dass die Fahrzeuge hier geputzt werden, mal einen Reifenwechsel, also Felgenwechsel, wird hier nicht mehr viel gemacht, dafür haben wir die andere Werkstatt bei der Kfz-Tech. Aber ansonsten haben wir das auch sehr viel dekoriert, habe ich auch lange dran gesammelt, sehr viele Öldosen hier in den ganzen oberen Bereichen, sind auch ein paar Schmuckstücke mit dabei, ganz alte Tanksäulen von früher, das ist so alles so, auch so 1940, die ist noch älter, 1920, 1925, also alles Vorkriegssachen, hinten auch so ganz alte Mobile Oil Säule noch aus der Vorkriegszeit und sehr viele Emaille-Schilder, ob BP, Esso, Aral, alles Mögliche halt. Ja, hat mir immer sehr gefallen und habe ich immer mitgenommen, wenn ich was Schönes gefunden habe. Ja, hier stehen natürlich auch die ganzen schönen Autos von mir. Da gehen wir im Einzelnen ja in den einzelnen Videos noch drauf ein. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Maximal 4 Stück können wir hier reinstellen. Leider ist nicht mehr Platz da. Und dann haben wir hier so eine Großgarage mit Einzeltoren, die ist ganz praktisch. Da können wir dann auch noch mal 5 Fahrzeuge reinstellen und können auch einzeln natürlich die Autos rausfahren, indem man einfach mal ein Tor aufdrückt. Draußen haben wir auch noch einen Wagen stehen, den habe ich gerade mitgebracht. Der ist poliert worden, den haben wir euch beim letzten Mal vorgestellt. Aber hier ist wie gesagt ganz praktisch, man muss kein Auto wegsetzen, man fährt dann einfach mit dem Auto, was man sich gerade heute ausgesucht hat, kann man einfach rausfahren, ohne viel umzuparken. Finde ich eigentlich ganz sinnvoll, haben wir dann hier auch so verwirklicht. Ja, da steht das gute Stück, ist mittlerweile auch foliert. Der neueste Zugang von uns ja, Aston Martin, ganz besonderes Fahrzeug, ein V12 Vantage. Da sind ehrlich als Schluss jetzt von der Vantage-Ära, ist nochmal ein V12 eingebaut worden. Den Wagen gibt es normalerweise mit einem 8-Zylinder-Triebwerk und davon gibt es auch wirklich nur 333 Stück auf der Welt. Später soll da nochmal ein Spider kommen, da kommen wir später zu, das ist noch Zukunftsmusik. Ja, und den haben wir gerade folieren lassen und mittlerweile geschützt. Bin ich jetzt auch die erste Tour mal mitgefahren, da haben wir auch zugelassen. Und man kann wieder überhaupt nicht erkennen, dass er foliert ist, ist ja matter Lack. Ist jetzt auch eine matte Lackschutzfolie drauf gekommen und ich finde, man sieht gar nicht, dass eine Folie drauf ist. Oder ja, man kann gar nichts erkennen, kein Ansatz. Die Jungs haben wirklich wieder spitzenmäßig gearbeitet und ja, ist eine X-Pel-Folie diesmal. Ist sehr schön, auch von dem Matt her. Und ich muss euch sagen, total geiles Auto, wie ich jetzt gerade auch wieder hergefahren bin. Der V12 hat einfach ein abartigen Sound, der grummelt untenrum, nicht so hoch frequenzmäßig, wirklich sehr, sehr schön. Aber dazu kommen wir auch zu einem anderen Mal, da nehmen wir euch natürlich mal mit bei einer Ausfahrt und werden auf einzelne Sachen von dem Auto eingehen. Aber heute wollten wir euch ja eigentlich nur mal die Flipperbude kurz vorstellen. Ich glaube, es ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich hoffe, ihr bleibt beim Kanal, sagt Freunden Bescheid einfach, dass es hier wirklich immer ein bisschen Action gibt. Ja,
Wenn ihr mal was genaueres wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, oder wenn ihr mal ein bestimmtes Fahrzeug noch mal sehen wollt oder vielleicht mal einen Vergleich zwischen zwei Fahrzeugen, schreibt das auch mal in die Kommentare. Greifen wir gerne auf. Ansonsten werden wir uns sicherlich irgendwo auch mal persönlich auf einer Rennstrecke sehen oder bei irgendeinem schönen Event. Einfach mal die Augen aufhalten. Soyong Supercars, einfach mal drauf achten. Sind immer überall, überall nicht, aber bei vielen Events dabei. Und dann können wir auch schöne Benzingespräche unter uns so mal führen. Bis dahin würde ich sagen, noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.